Willkommen im Weltgeschehen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearts of Iron. Die letzte Runde konnte nicht fortgesetzt werden, da das Safe Gain derart beschädigt war, dass wir es nach unzähligen Versuchen nicht mehr retten konnten. Zusätzlich dazu kam dann der neue Patch mit 1.7 und den wollten wir natürlich schnellstmöglich dann ja, feiern oder überarbeiten. Damit herzlich willkommen. Ich würde den mexikanischen Anführer gern für den 4. Februar nach Washington zum Report bitten. Ach so. Zum Report. Ich Zum hätte Report ja eher bitten, Alter. etwas Was? ins starke Spiel Geht der schon wieder Frankreich. mal los? Was bist du denn für ein Diplomat, Ich spiele Alter? Frankreich. Ich hätte eher. Dr. Mose spielt das Deutsche Reich. Smasher spielt Italien. Wir haben einmal Genosse Hyperion, also Christoph spielt Sowjetunion. China spielt Frank. Und wir haben jemanden Neuen mit dabei, den ich gerade nicht finde. Da muss ich jetzt nachschauen, was er spielt. Das ist Fred. Sagen. Ich glaube, Was der in Sachen Amerikaner hat ein Diplomatie bisschen. angeht? Niederbayer spielt USA. Und, genau, Fred spielt Mexiko. Wer so sein könnte oder nicht. Trotzdem kann jeder seine Rolle wahren. Und ich meine, ein Amerikaner ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er mit der Tür ins Haus fällt. Zumindest nicht 1936. Es ist 1936, Paris ist schön und nichts reizt sich an der Maginot-Linie. Oh, jetzt habt ihr meinen coolen französischen Rap nicht gehört. Es ist 1936 und nichts reizt sich in Berlin oder an der Maginot-Linie. Alter, jetzt haben die hier Okay. gesoffen. Der französische Premierminister war früher ein Betrunken? Gesangstalent. Betrunken, Und bin ich damit hat er froh. sich in die Herzen der Grand Nation gesungen. Und deswegen kommt er jetzt zu seinem Dios politischen mios. Status. Ist wunderbar. Um mal den Mexikaner zu zitieren, Dios mio. Die. Ja, ich denke mal, niemand hat vor, einen Krieg zu beginnen. Wie sieht es aus nach dem großen Weltkrieg? Es ist Europa natürlich vielleicht immer noch ein bisschen geschwächt. Frankreich würde es forcieren, ein großes Bündnis zu schmieden, um sich gegen die asiatische Macht und das Aufblühen hier schützen zu können. China steht wie immer kurz vor einem Bürgerkrieg. Ich glaube nicht, dass aus der Hinsicht immer Gefahr aus China zu erwarten ist. Französische Wissenschaftler und Forscher beschwören in den nächsten 80 Jahren ein starkes wirtschaftliches Wachstum in China, was die Nein, das westliche ist. Welt in die Vergessenheit drängen wird. Auch das Wirtschaftswunder Deutschland. Die Franzosen sollten vielleicht weniger Wein trinken und rumfantasieren. Das Einzige, was in Frankreich noch schön ist, der Wein und die Weiber. Aber meine Frauen streiten kann. Das wollte ich auch gerade sagen, Dankeschön. Tja, dann werde ich die Grenzen dicht machen, damit ihr nicht mehr an unsere französische Weiber Sehr, sehr gut. rankommt. Damit tun Sie uns einen großen Gefallen, danke. Übrigens, mein Staatsführer ist der Uropa von Alec Baldwin. Stanley Baldwin. Und wer ist Alec Baldwin? Ein großer Künstler wird es werden. Ich habe das von den französischen Wissenschaftlern gehört, die in die Zukunft schauen können. Ja, Frankreich hat eine Interessant. Möglichkeit gefunden, bis zu 100 Jahre in die Zukunft zu schauen. Mein amerikanischer Freund, ich glaube, wir haben einen Termin in Miami. Oh ja. 2036 wird Frankreich sehr mächtig sein. Deswegen wäre es gut, wenn alle europäischen Länder sich jetzt schon mal anbiedern. Nur zur Revanche. Sicherheit. Also es wäre allen anzuraten. Ist das so? Der britische König zieht sich mal kurz in seine Gemächer zurück. Ich will nicht wieder. Bei dem So, dann schauen wir mal.
dank den neuesten Radiotürmen, die Deutschland aufgestellt hat. Schau mal, was im Radio kommentieren läuft. Da wird, da wird man ja blass bei dem Baum hier. Welche neuen Radiotürme? Haben Sie nicht mitbekommen? Die neueste Musikneuheit aus meinem glorreichen Land? Genauso wie das neue Achsenradio. Ja, und das die alliierte Radiostation und der Klassiker. Bei uns läuft natürlich Radiokommentaren dauerhaft. Ach ja, die Mega-Hits von 1935. Schick den Panzer los, schick den Panzer los, schick den Panzer los. Oder Wurstauflauf in Krakau, ja, ja. Es geht ins Ohr. Bleibt im Kopf. Ich wollte sagen, Radio 7,62 geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Kennen Sie den Sender Radio Erivan? Ich kenne nur den Sender Radio Erdogan. Französische Wissenschaftler. Schon wieder von den französischen Zukunftsschauenden. Genau, ich sag's Ihnen, werte Leute, 2018, 2019 ist kein gutes Jahr für die Demokratie. Frankreich baut jetzt deshalb schon für die Zukunft und wird sich einer alternativen Regierungsform zuwenden. Ich hoffe doch, dass es das Deutsche Reich auch 2019 noch geben wird, in der Form, wie es jetzt ist. Aber natürlich, das Dritte Reich hat 1000 Jahre Bestand, das wissen natürlich die französischen Wissenschaftler auch. Zwinker. Alles klar, dankeschön für die Informationen. Zurück, Zwinker. Also immer nur so weiter, Herr Hitler. Der Plan, der läuft. Hola, señores. Willkommen zurück. Wer ist das? Willkommen zurück, die Herren. Grüße Sie. Was haben wir denn verpasst? Oh, nichts Außergewöhnliches. Nur Wissenschaft. Französische haben wieder ihre Glaskugel benutzt, um unrealistische Zukunftsszenarien zu zeichnen. Welche denn diesmal? Was soll denn das bedeuten? Unrealistisches Zukunftsszenario. Im Gegensatz zu einer weitläufigen Meinung, dass die Zukunft noch nicht feststeht, haben französische Wissenschaftler eindeutig bewiesen, dass die Zukunft schon in Stein gemeißelt ist. Haben französische Wissenschaftler jemals etwas Richtiges bewiesen? Doch, natürlich. Ja, also, dass Käse stinkt und französische Frauen nicht hübsch sind? Oh, das okay. Oh. Autsch. Aber ich sag mal so. Da sagt jemand, dass die französischen Frauen nicht hübsch sind, wo jeder Mensch gleich aussieht in einem Land, ne? Wir haben nur hübsche Frauen. Ja, aber das sieht auch aus wie die Männer in ihrem Land. Das sollte einem zu denken geben. Richtig schlimm hier. Nein. Zu China möchte sich Frankreich nicht äußern. 2036 gibt es China nicht mehr. Über tote Menschen nur Gutes. 2036, ja. Wir können nur 100 Jahre in die Zukunft sehen. Also was danach passiert, vielleicht erhebt sich das... Welche grammatikalische Form ist das? Futur imperfekt? Futur perfekt, weil es perfekt nein. Richtig ist, auf jeden Fall. Spanischer Bürgerkrieg. Spanien hat Bock auf... Kurz Pause. Vielleicht schafft es ja das chinesische Volk 2037, sich von den Fesseln der Sowjetunion dann zu befreien. Oder das indische Volk. Also die Sowjetunion wird es in 100 Jahren noch geben. Das ist interessant. Ja, die hieß kurzfristig in den 90er Jahren Russland. Danach 2022 wurde die Camouflage fallen gelassen und der Cyborg Putin genannt, mit dem Gehirn von Wladimir Putin implantiert, hat dann die Sowjetunion wieder ausgerufen und dann nach und nach alle Länder der ehemaligen Sowjetunion wieder in die Sowjetunion eingegliedert und danach natürlich China überfallen, Britisch-Indien und so weiter. Also Indien dann, das ist zu kompliziert. Also sollte Interesse bestehen, wird die große Universität von Paris etlichen Staatsmännern aus anderen Ländern ungefähr in 4 Jahren Zugang gewähren zu diesen Daten. Von mir aus kann es weitergehen. Also nur so viel dazu. Das ist der größte Bockmist, den ich jemals gehört habe. Tja, ja. Vielen Dank für diese Äußerung, da kann ich mich auch nur anschließen. Das ist einer der Gründe, warum das chinesische Volk und das chinesische Land keinen Fortbestand haben wird in der Zukunft. Écoutez,
Das sind außenpolitische Drohungen, die hier stattfinden. Es ist vielleicht erwiesen, dass wir unser Durchschnitt unserer Penisse kleiner ist, aber wir sind für kleinere sehr effizient. Wir werden niemals aussterben. Ich meine, ein Press auf Tama ist auch effizient. Bei der Befruchtung von Frauen eher weniger. Aber eine Nähmaschine ist auch bei Frauen effektiv. Écoutez. Der britische König ist da übrigens. Wir kommen zurück. Wie gesagt, für den Rest der Welt ist diese, das, was die französischen Wissenschaftler herausgefunden haben, natürlich Zukunftsmusik. Für Frankreich ist es schon wieder Vergangenheit. Ich glaube, französische Wissenschaftler haben ein grammatikalisches Problem mit der Zukunft und der Vergangenheit. Was hat Grammatik mit der Zukunft und der Vergangenheit zu tun? Nichts, aber das müssen französische Wissenschaftler doch wissen. Ja, genau, deswegen ist egal. Es ist schwierig. China sollte sich lieber um ihr eigenes Land kümmern. Bevor es von der Sowjetunion überfallen wird. Oder von Japanern. Die sich dummerweise entschieden haben, langfristige Konfrontation mit China zu suchen. Dürfte ich den Italiener dann auch um seinen Part bitten? Welchen Part? Ich habe nicht zugehört. Ich dachte nur, Spanien ist im Krieg. Spanien ist im Krieg. Das ist schön für Spanien. Spanien ist auch noch im Krieg. Oh mein Gott, alles klar. Ich habe gar nichts gesagt. Ignorieren Sie meine Aussage. Was wird ja wieder rechtlich wieder eingefädelt? Wir fädeln nicht. Wir fiedeln nur. Oh mein Gott. Was ist mit dem zweiten Londoner Flottenkonferenz hier los? Warum kann ich ja nichts machen? Ich muss sagen, Herr Hitler, das Axis-Radio ist auch sehr entspannt. Fällt uns sehr. Das freut mich. Macht man dazu. Écoutez. Attention. Attention. Chinesische Ölproduktion oder Treibstoffproduktion kommt im Gang. Wir produzieren jetzt 48 pro Tag. Beeindruckend. Ich sehe mit Freuden, dass die Blackshirts sich in im Vereinigten Königreich mobilisieren. Mal schauen, ob ein Bürgerkrieg vermieden werden kann oder nicht. Paris. Bougez-vous. Was passiert? Écoutez. Es gab eine Organisation der Blackshirts lieber Engländer. Wer sagt das? Die Weltpresse? Tageszeitung. Wäre das Wehrmachtsradio hier? Ja. Den kommentaren Radio liest auch ganz groß auf. Bougez-vous! Bougez-vous! Écoutez! Gardez vos rangs. Aux ordres. Gardez vos rangs. Aux ordres. Ouh. Bitte? Das Volk verlangt wieder Bewaffnung, weil ein Krieg im Gange ist, direkt an unseren Grenzen. Ja, was das Volk will, muss es haben.
Eine französische Wiederbewaffnung. Es wurde gewählt vom Volk, was soll man sagen? Immer das Volk. In einer Demokratie ist es halt so, dass man sich an das Volk halten muss. Da kann man, da hilft nichts. Kann man nicht rumjammern. Sehr gut, wir haben uns also für ein zweites Londoner Flottenkonferenz für ein Abkommen entschieden. Und wie läuft es in Äthiopien? Ja, schwieriges Gelände, ne? Schwieriges Gelände. Ja. Wie sind die gegnerischen Waffen? Wie ist die gegnerische Waffentechnologie? Hauptsächlich mit Dynamit umhüllte Ziegen schicken sie uns. Oh, die stören beim Massenmord natürlich, nicht wahr? Das klingt sehr böse. Attention. Aha, gerade auf Radio Axis, das Panzerlied. Es ist das Lied, wo Analogien zwischen einem Panzer und einem Sturmwind gezogen werden. Keine Ahnung. Was ist das wieder für ein Schwein? Ich gehe ganz schnell rechts, damit ich die Chance habe, hier was zu erledigen. Und dann kann ich auch Spanien angreifen und mir Spanien schnappen. Nachdem es geschwächt ist vom Bürgerkrieg. Muss ganz schnell hier hin. Ich hoffe, die halten noch so lange durch. Das wäre Pflicht. Wo? Ich dachte gerade, what? Sehe schon, Glückwunsch zum Beendigen des Genozids in Äthiopien. Alle Äthiopier wurden erfolgreich ausgerottet. Applaus. Ja? Worauf warten Sie? Nun denn, hat sich denn jemand schon von den Länderführern zu einem etwaigen Fünfjahresplan geäußert? Ja, unser Vierjahresplan ist momentan voll im Fungieren. Der wäre. Ah, das ist nicht für die Ohren der Außenwelt. Mehr Tequila für alle. Okay. Ist zumindest der mexikanische Plan. Sehr sauber. Wie hoch war noch einmal die chinesische Ölproduktion? Sie ist leider bei 48 geblieben. Interessant. Wir benötigen leider viel Öl, um unsere Tiere zu grillen und zu essen. Das hemmt die Produktion. Die grillen sie mit Öl? Natürlich. Faszinierend. Es hat Tradition in China. Die Ölgrillerei. Ich würde gerne ein
ein Treffen vereinbaren mit dem chinesischen Führer. Aus welchem Land kam diese Nachricht? Aus dem fast Nachbarland. Aus der Sowjetunion. Achso. Die Sowjetunion ist, glaube ich, nicht unter uns. Sie können mich gerne in Nanjing besuchen. Wann beliebt es Ihnen? Wann Sie Zeit haben? Sagen wir 31. Juni. Wunderbar. Der chinesische Führer ist bis dahin mit Müßiggang beschäftigt. Alles klar. Wir reiten schon los. Ich brauche jetzt praktische Dinger für den Spanienfeldzug. Das hier nimmt natürlich. Écoutez. Hier? Nein. Come on. Defensive gegen Deutschland, ganz wichtig. Den unnachgiebigen Verteidiger, ultra wichtig. Ah, hier den Angriff. Ah, ich nehme auch noch den Feldmarschall hier. Für den unnachgiebigen Verteidiger hat sie. Herr Chinesisch, ich hab dir was vergessen. Achso. Ja, Franzosen haben gute Verteidiger. So, jetzt den Angreifer. Das sieht gut aus. Nehmen wir einen fetten Oberkommandierenden. Nehmen wir auch einen Feldmarschall. Gut, die haben so viele Feldmarschalle für das Gemmelt. Kavallerieanführer ist wahrscheinlich besser. Nehme ich den Kavallerieanführer unten. Attention! Attention. Aux ordres. Ah, sehr gut, meine Fabrikarbeiter streiken nicht mehr. Und das unnötige Missverständnis mit den Vorarbeitern. Sie wurden wahrscheinlich brutal niedergeknüppelt. Das sind chinesische Taktiken hier. In Frankreich haben wir nach der französischen Revolution Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Vielleicht wir knüppeln einfach alle. So ist es. Attention. Ah, interessant, vielleicht soll ich das auch einführen. Mit Baguettes, das wird knüppelt, wohlgemerkt. Muss man das so anmerken. Sehr gut, Jungfer. Vernünftige Forderungen wurden eingestellt. Ausgezeichnet. Ich würde gerne den englischen oder den britischen König zu einer Versammlung rufen.
Soll ich sagen, im August, 8. August, ja, das, sagen wir 30. August. Aber wieso den König? Aber sehr gerne. Ja, der hat sich selbst England als König betitelt vorher, deswegen da möchte ich natürlich. Aber es ist eine Demokratie, das ist mir ein Rätsel. Die Rechten streben in Frankreich auf, so. Ach du Heilige. Oh, ach Herrje, genau deswegen, da müssen wir natürlich demokratische Unterstützung eben aus dem Vereinigten Königreich fordern. Demokratische Maßnahme. Ja. Ganz genau, und da wäre besser hier als die größte, fast die größte Demokratie der Welt. Deswegen, das Treffen kommt nicht von irgendwoher. Das ist natürlich wichtig. Es ist Plan R, er muss in Kraft treten. Das wurde nach dem großen Vaterländischen Krieg, wurde das von Frankreich und von England im Geheimen abgesprochen. Ball R. Was wird gestöhnt? Der Spanische Krieg ist zehrend. Uiuiuiui. Außerdem, warum sind die amerikanischen Waffenlieferungen in Stocken gekommen? Da Amerika keine Waffen sendet in ein instabiles Land. Oh, die 11. Olympischen Spiele. Die Deutschen waren so gedopt, dass sie alles gewonnen haben. Und danach gleich die Amerikaner, Heimatland des Dopings. Ja. Da weiß der Amerikaner jetzt nicht, was er drauf antwortet. Zuerst um Waffen fragen und dann solche Behauptungen aufstellen, die nicht haltbar sind. Die Waffen sind immer noch nicht da. Amerikaner. Ich glaube, die Lieferpapiere wurden gerade unter einen großen Stapel an Papieren vergraben. Ja, unter den eingehenden Doping-Anschuldigungen wahrscheinlich. Aber nur mal so Interesse, aber welche Waffen sollten denn geliefert werden? Infanterieausrüstung. Keine Panzer? Nein, Panzer, Frankreicher Panzer genug. Mit Rückwärtsgang ausgestattet. Genug, um die schlecht ausgerüsteten sowjetischen Einheiten zurückzuschlagen. Sollten sie jemals den Weg durch Europa schaffen, bevor sie den Geist aufgeben, natürlich. Nein, für die deutschen Panzer reicht's noch. Dem französischen Volk, das sich ja bewaffnen möchte, weil im Nachbarland ein Krieg tobt, kann man ihnen natürlich nicht verdenken, fehlt es natürlich an Waffen. Eine ganze Nation möchte sich bewaffnen. Oh, Herr britischer König oder Premier, es ist Zeit. Oh ja, ja, ja. Guten Tag, Nachbar, Vetter, Freund. Guter Cousin. Kriegspartner des großen Vaterländischen Kriegs. Ich sehe rechte Tendenzen in unseren beiden Ländern. Ja, es ist merkwürdig, ja, wie sich die Zeiten ändern. Es ist ein Wahnsinn. Könnte sich hier vielleicht eine Möglichkeit zu einem Rechtsstreit in Europa bilden? Das sieht ganz danach aus, ja. Sowohl Italien wie auch Deutschland. Ich vermute mal einfach, es ist so ein, sag mal, so ein Mittelmächte-Ding, so ein, ein Weltkrieg-Revival. Ein neues großes Bündnis finden wahrscheinlich. Ja, ich kann ja, ich will jetzt nicht sagen, aber die Sowjetunion wirkt schon so unterwürfig. Die möchte am liebsten mit dem deutschen Adolf und dem italienischen Duce und dem chinesischen Ming Ping da gemeinsame Sache machen. Am liebsten mit allen. Großen Gangbang. So hört sich das für mich an.
Ich würde erstmal sagen, also ich würde natürlich meine Hilfe anbieten, sollte vielleicht Deutschland doch feindselig gegenüber Frankreich dastehen. Sie sind immer noch sauer wegen des Ersten Weltkriegs. Ja, der Versailler Vertrag war nicht so cool, aber wir beide haben uns den Handschlag drauf gegeben, dass wir Deutschland richtig ficken. Und dann haben wir es durchgezogen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee gewesen ist, jetzt nachträglich, aber naja. Wir werden sehen, ja. Wir werden sehen. Shit happens. Ja, darum geht es eigentlich gar nicht. Ich wollte Britannien nur darauf hinweisen, dass die Alliierten wahrscheinlich nicht so gut darauf zu sprechen sind, wenn ein rechter Ruck durch Deutschland kommt, dass die vielleicht abspringen werden. Die Alliierten, ja, wir werden sehen, was passiert. Ich werde die politische Entwicklung meines Landes einfach nicht aufhalten. Großartig kommentieren. Ja, was wäre denn, wenn Frankreich rein zufällig das nationalistische Spanien angreifen würde oder Spanien generell, nachdem es vom Bürgerkrieg geschwächt worden ist. Och, ich denke, das wäre kein Problem, glaube ich. Ah, sehr gut, sehr gut. Aber ich glaube auch der Konflikt zwischen Irland und Nordirland muss irgendwann gelöst werden. Oh ja, da bin ich auch stark dafür. Also kann ja gar nicht gehen, dass da also, auf der weltpolitischen Ebene steht Frankreich natürlich wie immer hinter Großbritannien. Wir müssen uns gegenseitig den Rücken stärken. Selbstverständlich. Also, wir sind die einzigen Länder, in denen noch demokratisch gewählt wird hier in Europa. In anderen ist Bürgerkrieg und der Rest, naja. Naja, und was die Zukunft bringt, schauen wir einfach mal. Ja. Ich schiele so ein bisschen nach Amerika rüber, die ewigen Vertreter der möchte gern Saubermann-Diplomatie. Ja, ihr Reich auf dem Blut und den Knochen der Ureinwohner gebaut haben. Man muss aber aufpassen, ne? Weil der Krieg in Europa würde uns dann wahrscheinlich beide hart treffen. Das ist schwierig dann. Also das ist ja, nicht zu früh Amerika hier. Ja. Die Marzipanschnitte Amerika, die wartet schon noch. Also ich wäre natürlich auch dafür, dass die ehemaligen Kolonien wieder dahin zurückgeholt werden, wo sie hingehören, nämlich in Kolonialbesitz. Ach, die kann man sich ja auch aufteilen, ne? Ich meine, ja. Frankreich war ja maßgeblich daran beteiligt, Amerika aufzubauen. Ne? Ja, stimmt. Wir haben ja den Nordenbereich hier um Washington und New York, das war immer englisches Gebiet. Und der Süden am Mississippi und New Orleans, das war immer französisches Gebiet. Ja, stimmt, ja. Also, ja, da, ich glaube, da werden wir uns schon einig. Ja. Aber zuerst Europa, dann zuerst Europa. Schauen wir. Sehr gut. Ja. Vielleicht sogar noch vor Amerika, vielleicht sogar noch Afrika. Ja, nicht. Je nachdem, was sich hier entwickelt. Naja, Männer sind nie schlecht. Na gut, das freut mich, dass wir uns so Hand in Hand, ich dachte, das könnte ein bisschen schwieriger werden, aber sobald ich gehört habe, dass hier die Rechten im Aufschwung sind, da habe ich mir gedacht, da muss jetzt ein Ruck durch die Menge gehen. Definitiv. Ausgezeichnet. Da ist auch schön, dass wir offene Worte hier sprechen können und dass wir nicht hier so drum rumlabern müssen. Das ist gut, ne? Bei Männer der Tat. Dann sehen wir uns bald. Ja, gleich oben, um die Säuberungen in der Sowjetunion scharf zu verurteilen. Frankreich verurteilt aufs Schärfste die Säuberungen in der Sowjetunion. Großbritannien schließt sich Frankreich vehement an. Er wird von nichts Halt gemacht, oder? Frauen, Kinder, konsequente Parteileute, die seit Jahrzehnten der Partei schon hörig sind. Wir sprechen nicht mit der Nazi-Partei. Wie bitte? Deutschland? Was ist los? Bitte? Mit allen Nazi-Parteien, die sich rechts orientieren aus Europa. Und das sind in Europa leider der Großteil aller Staaten. Das ist eine Frechheit, so etwas von einem Land sich bieten lassen zu müssen. Ja, wir sind ein demokratisches Land. Und wenn unsere Informanten haben genug gesehen und gehört. Ja. Das Abschlachten des eigenen Volkes. So ist es. 60 Millionen Russen deportiert nach Sibirien. Tja, das arbeitet sich leider nicht von alleine. Ich habe gehört, dass es in Sibirien sehr schön sein soll. Das ist wunderschön.